So, liebe Freunde des gepflegten Motorsports, heute machen wir mal ein Thema, was ich mir ausgedacht habe. Wie ihr alle wisst, stehe ich extrem auf Kombis, noch dazu, wenn sie Leistung haben. Das Problem ist, die Dinger sind relativ teuer. RS4, C63 AMG oder ein Alpina B3 Biturbo Touring. Die Dinger kosten gut und gerne mal 100.000 Euro vor ein paar Jahren. Jetzt sind sie auf dem Gebrauchtwagenmarkt angekommen und haben mehr als die Hälfte an Wert verloren. Genau der Moment, wo wir einchecken. Also, wir gucken uns drei Autos an, zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Die Frage ist, stehen sie immer noch so gut im Saft? Gehen sie immer noch so gut wie damals? Oder sind sie ausgelutscht? Genau das checken wir ab. Und am Ende sage ich euch meinen Favoriten. Los, bitte los. Dann machen wir uns mal auf den Weg zu unserem Kandidat Nummer 1 und das ist der Audi RS4. Und da wurde in der letzten Baureihe beim B8 was eingebaut? Ein V8 Motor und zwar der letzte. 4,2 Liter Hubraum. Ich habe ein Date mit dem Händler, Yunus heißt er, und da fahren wir jetzt hin. Yunus, Tachchen. Hallo Matthias. Wir haben telefoniert, oder? Wir haben telefoniert. Moin. Moin, grüß dich. Hi. Herzlich willkommen. So, da ist das gute Stück. RS4. Genau. Der letzte V8, der letzte Sauger. Der letzte Sauger. Ein Stück, was man sich auf jeden Fall in den Schrank stellen sollte. Auf alle Fälle. Wir gucken einmal nach den Bremsen. Die sind schon so ein bisschen... Leichte Gebrauchsspuren. Ja, also die Beläge sind auf jeden Fall runter. Ne? Ja. Also was heißt runter? Aber sie sollten demnächst irgendwann mal gemacht werden. Es ist ja, wenn du dir das Auto anguckst, es ist einfach ein richtig schönes Auto, ne? Ja, mit den leichten Verbreiterungen an den Kotflügeln. Sieht einfach sensationell aus. Der Audi RS4 ist tatsächlich einer der spannendsten Vertreter unter den Mittelklasse-Power-Kombis. Der RS4 steht jetzt da für 33.900 Euro. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr, sehr guten Preis. Wenn man bedenkt, was das Auto früher gekostet hat, mit Ausstattung sicher um die 90.000 Euro. Also wir haben über 50.000 Euro verloren. Allerdings ist das Auto auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja, 7 Jahre haben wir jetzt auf dem Buckel. Das ist einfach ein schönes Ding. Und unser Auto steht tatsächlich gut da. Apropos dastehen, das hier sieht nicht so gut aus. Hatte ich vorhin erwähnt, Familienkombi. Hier wurde viel ein- und ausgeladen. Genau. Siehst du auch hier, vollkommen verkratzt. Man muss schon sagen, dass unser Kandidat jetzt ein bisschen verwohnt ist, sage ich jetzt mal so. Ja? Wir haben hier und da ein paar Kratzer, dann gibt es irgendwelche Flecken. Aber nach 133.000 Kilometern ist das halt einfach so. Wir gucken mal vorne drunter. Jawollo. Ich sag mal so, da ist überhaupt gar kein Platz, weil da sind 8 Zylinder verbaut in V-Form. Einmal anschmeißen. Hast du einen Schlüssel? Ist der drin? Ah, der steckt schon. Steckt. Klingen tut er sehr, sehr gut. Setz du dich mal bitte rein und gib mal ein bisschen Gas. Ich muss den Sound natürlich auch mal richtig hören. Ja. Oh Gott. Genau deswegen sind wir hier. Genau deswegen. So, Yunus, das hört sich alles gut an. Ja, ist ja auch ein Hochdrehzellenmotor, 8.500 Umdrehungen. Ganz richtig. Wahnsinn. Ey, das gibt es halt heute nicht mehr. Ne? Der macht Spaß. Deswegen, das ist das Schöne an diesen Autos. Sie sterben aus und wir können uns noch einen günstig schießen. Ja, Kennzeichen drauf und dann geht's los. Beim RS4 sind tatsächlich wenig Probleme bekannt. Was wir rausrecherchieren konnten, ist, dass die Ventile zugucken und das sorgt dann dafür, dass das Auto nicht mehr richtig Leistung hat. Ursache dafür sind Ölkohleablagerungen im Ansaugtrakt und an den Einlassventilen des 4,2 Liter Achtzylinders. Ansonsten ist das Auto tatsächlich sehr, sehr problemlos. Also weder Getriebe noch Motor machen große Probleme. Wir sitzen drin, die Top 3 der Mittelklasse-Sportkombis. Und da ist der RS4 natürlich eines der ersten Autos, die einem in den Kopf schießen. Wir haben Probleme teilweise an der Vorderachse, das klappert dann so ein bisschen. Kann man hier schön ausprobieren, vielleicht als kleinen Tipp. Ne? Gullideckel bei der Probefahrt immer mitnehmen. Da klappert gar nichts. Auch in der Lenkung nichts.
Außer Sound höre ich hier gar nichts. Dieser Audi RS4 Avant ist 2014 gebaut, hat einen V8-Sauger mit sage und schreibe 450 PS unter der Haube. 133.000 Kilometer ist er gelaufen und soll 33.900 Euro kosten. Jetzt würde ich sagen, drehen wir den einmal ganz kurz durch. Ein Hochdrehzahlkonzept, bis 8.200 Touren dreht der Motor. Und das macht er wirklich ohne zu mucken, ohne zu murren. Das ist grandios. Gibt es heutzutage nicht mehr. Motoren, die so hoch drehen, gibt es nicht mehr. Alle Turbo, alle bei 7,5 Ende. Und wir haben hier 8.500 Touren. Und dazu noch den legendären Quattro Allradantrieb für maximale Traktion. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal Gas gegeben, fühlt sich gut an. Aber wir messen das natürlich nach. 4,7 Sekunden soll die Hütte von 0 auf 100 gehen. Und im Optimalfall liefert er das oder so ähnlich noch ab. Come on, baby! Los! 4,8 Sekunden von 0 auf 100. 4,7 hätte er brauchen sollen. Das ist nur eine Zehntel langsamer als die Werksangabe. Also, das Auto steht gut drin. Leistung ist stets vorhanden. Eine Schwachstelle hat er und das liegt an der Direkteinspritzung. Er hat keine Saugrohreinspritzung, sondern ist ein Direkteinspritzer. Das sorgt dafür, dass manchmal die Ventile so ein bisschen verkoken. Und das wiederum sorgt dafür, dass der Leistungsverlust einsetzt. Also wir haben dann nicht mehr die volle Leistung, was wir gerade gemessen haben, was nicht der Fall ist. Also er steht gut im Saft da, also hat er keine Probleme. Kannst du kaufen, so wie er da steht. 133.000 Kilometer hat der Audi RS4 auf der Uhr. 33.900 Euro will Autohändler Yunus dafür noch haben. Oh, Yunus, wo bist du? Ob da noch was geht am Preis? So, Yunus. Hallo, Matthias. Ist schon mal gut, dass du lachst. Ja, das Auto macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, ganz ehrlich. Fährt gut, liegt gut, schaltet gut, macht keine Geräusche. Wenn du so ein bisschen zusammenrechnest und so weiter und so fort, dann musst du irgendwie noch runtergehen, ne? Wenn du den so nimmst, wie er da steht, wenn ich nichts machen muss, ich mache den Service, ja, bekommst du eine Zusatzgarantie, eine Premium-Garantie, ja, dann könnte ich dir 30,5 machen. 31,9 anbieten. Ja, ist, glaube ich, ein fairer Preis. Ja. Die Schwachstellen des Audi RS4 im Überblick. Ein bekanntes Problem sind verkokte Ansaugwege beim V8-Motor, verschlissene Gummilager an der Vorderachse und natürlich der hohe Verbrauch. 32.000 will er jetzt haben, was, glaube ich, auch fein ist. Das ist vollkommen okay, der Preis. Und das ist so ein Klassiker auch beim Gebrauchtwagenkauf. Man kauft lieber ein teureres Auto, was dafür besser ist, besser gewartet und besser einfach grundsätzlich dasteht, als wenn man ein richtig günstiges Auto kauft, was man dann selber so aufrüsten muss. Das ist nämlich definitiv dann teurer, als wenn man gleich das teure Auto kauft. Also, schöner RS4, sehr günstig, muss ich sagen. Aber es gibt noch eine Marke, die hat ungefähr zur gleichen Zeit V8-technisch noch ein bisschen was anderes rausgehauen. Und die heißen AMG und haben einen V8 gebaut mit 6,2 Litern Hubraum. Und der könnte auch ein ordentlicher Powerkombi werden für uns, oder? Ab ins Schwabenländle. Matthias hat in Waiblingen bei Stuttgart ein privat inseriertes C63 AMG T-Modell gefunden. Der Performance-Frachter mit dem Stern wurde von 2007 bis 2015 gebaut und drückt satte 457 PS. Die gab es damals für schlappe 79.000 Euro, ohne Extras wohlgemerkt. 37.500 soll dieser 8 Jahre alte Benz noch kosten. C63 AMG T-Modell, ein unfassbares Auto, der Motor vorne drin, 6.208 Kubikzentimeter. Das ist einfach ein Motor, den es in dieser Größe auch nie wieder so geben wird. Deswegen, das Ding ist ein absolutes Faszinosum und das muss man mal gefahren sein. So, da steht das gute Stück schon. C63.
Das Hubraummonster. So, und das ist der Falco. Servus, grüß dich. Hi, grüß dich. Wir haben telefoniert, oder? Ja, genau, richtig. Sehr schön. Also, wir haben hier den großen Vorteil, dass wir einen Privatverkäufer haben. Und der kann mir natürlich viel, viel mehr erzählen, wie er gefahren ist, was er gemacht hat und so weiter und so fort, als das ein Händler kann. Wie bist du so drauf? Ja? Wie fährst du mit dem Auto? Hast du ihn genossen in vollen Zügen oder schon so ein bisschen mit Halbgas? Aber du bist schon gefahren auch, ne? Wenn die Autobahn frei ist, dann kann man es ja schon rollen lassen. Ja, aber genau. Du hast ihn nicht ständig ausgedreht und gemacht und getan. Gedriftet bist du wahrscheinlich auch nicht, oder? Weniger, also ja. Sag ganz ehrlich, weniger? Du hast es schon mal ausprobiert. Ja, du könntest es ja ganz ausschalten, dieses ESP. Und dann geht es ja schon durch die Kurven und dann qualmt es halt nach hinten. Okay, ein Experte. So, dann wollen wir uns das Auto mal angucken. Falcos C63 ist Checkheft gepflegt, hat edles Vollleder an Bord und ist gute 77.000 Kilometer gelaufen. Die große Frage ist, warum willst du ihn verkaufen? Ja, gut, es sind so die Unterhaltskosten eigentlich so ein bisschen. Tatsächlich? Ja, also zum Fahren macht es natürlich schon Spaß, aber wenn du nur im Stau stehst, dann ist natürlich, dann brauchen wir das Auto nicht. Inspektion ist auch relativ teuer, normale vielleicht 300, 400, 500 Euro, eine große Inspektion mit Zündkerzen, dann um die 1000 Euro. Die Versicherung beträgt Vollkasko 1600 im Jahr und Steuern sind, meine ich, 400, 500 Euro, sowas um den Dreh rum, ja. Trennst du dich gerne von ihm? Nee, nicht wirklich. Also ich muss mir es vielleicht noch mal überlegen. Ja, also wollen endlich mal ein flottes Auto haben und was Praktisches. Also, dass man was transportieren kann und mal in Urlaub fahren zu viert. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das funktioniert. Muss man halt öfters tanken, aber sonst ist es in Ordnung. Gute 15 Liter Super Plus gönnt sich der riesige V8-Motor auf 100 Kilometer. So, wer hat ihn gebaut? Selma Pepski. Selma Pepski hat den Motor zusammengeschraubt. One man, one engine. Das ist die Philosophie bei AMG, ne? Motorenbau. Finde ich sensationell nach wie vor. Gut, der Motor macht eigentlich keine Probleme. Hast du damit mal was gehabt? Ja, also einmal war hier diese Ventildeckelabdichtung undicht. Okay. Und dann ist Öl auf den Krümmer gelaufen und hat es immer gequalmt dann eben. Oh Gott, und Gott sei Dank nicht gebrannt. Nee, aber da habe ich Angst gehabt, weil es so gestunken hat und totale Qualmentwicklung. Und da waren hier die Schrauben nicht richtig angedreht. Entweder hat einer die mal aufgedreht oder und nachgeschaut oder wurden sie nicht richtig festgeschraubt, weiß ich nicht. Okay, gib bitte einmal Gas, wir wollen den mal hier vorne hören und dann gehen wir auch mal nach hinten und hören mal hinten rein. Also Motor ist eigentlich problemlos. Sensationell, ich liebe es einfach nur. Saugmotor. Ja, einmal noch hinten. Hinten auch noch, okay. Da sprotzelt er so ein bisschen raus. Wie kannst du sowas verkaufen? Ich frage nochmal. Wir behalten schon in Ordnung. Du behältst ihn einfach, oder? Dann behalten. Wir reden nach der Probefahrt über den Preis und dann behältst du ihn einfach. Probleme soll der Motor eigentlich relativ wenig machen. Das Einzige, was so bekannt ist, ist die Nockenwellenverstellung, macht ab und zu mal Theater. Aber das muss wohl nichts Großes sein. Ganz ehrlich, wir haben ganz, ganz wenig nur gefunden. Soll absolut problemlos sein, wenn man ihn ordentlich wartet. Was man ja schon sagen muss, ist, dass der Falco ein bisschen Hund ist, ne? Der Grund, hinten fehlt die Ladebodenabdeckung. Die habe ich jetzt hier, die habe ich gerade rausgemacht, weil sich das dann einfach besser im Innenraum anhört, der Sound. Und dann hat er wie in seinem schwabentypischen Humor auch gesagt, das ist ja auch praktischer, weil man kann die Sachen hier reinladen und das rutscht dann auch nicht so hin und her. Stört ja keinen, also kann ich das ja machen, ne? Also hat sich selbst so ein bisschen noch gerechtfertigt. Ist ja für die Leute außen nicht lauter, sondern es hört sich halt einfach drinnen besser an. Mercedes AMG C63. E-Modell. Das ist die zweite Nummer bei den Mittelklasse-Power-Kombis. Ich bin sehr gespannt, was der Kollege jetzt hier kann. Also, runterschalten, einlenken, ran ans Gas. Jawohl, und dann nochmal. Jawohl, also man merkt das Gewicht. Das Mercedes C63 AMG T-Modell, Baujahr 2013. Er hat einen V8-Motor mit 457 PS.
Dieser gebrauchte Powerkombi ist nur 77.000 Kilometer gelaufen und soll noch 37.500 Euro kosten. Man muss natürlich auch sagen, im Gegensatz zum Audi S4, den wir vorhin gefahren sind, ist dieses Auto die viel bessere Wahl, schon mal grundsätzlich. Weil er liegt preislich ungefähr in der gleichen Range. Er will 37,5 haben, klar, das ist ein bisschen teurer. Aber wir haben nur die Hälfte der Laufleistung. Wir haben hier 77.000 Kilometer nur gefahren und nicht 133. Und haltet euch bitte vor Augen. So einen Motor wird es in einem Serienauto nie wieder geben. Nie wieder. Es ist vorbei. Hier steht er. Kannst du kaufen. So. 4,5 Sekunden hat Mercedes damals angegeben, braucht dieses Fahrzeug von 0 auf 100. Das werden wir jetzt überprüfen. Wie gut steht er noch im Saft? So, Race Start verfügbar, Gaspedal betätigen, das da müssen wir noch aktivieren und los. Oh, der war gut, der Start. 4,417. Er stürmt einfach nur nach vorne. Das ist ein Gedicht, dieses Teil. Denn das ist sogar einen Wimpernschlag schneller als die Werksangabe. Eine Driftmaschine als Kombi verkleidet. Es ist einfach nur sensationell. Dieses Auto muss man kaufen. Ohne Quatsch, das ist meine eindringlichste Empfehlung. Ihr müsst euch so ein Auto kaufen. Wenig Laufleistung, top gepflegt von diesem wirklich netten Herrn, der ihn rangenommen hat. Ja, aber sein Auto ist auch dafür da, es ranzunehmen. Aber er hat ihn gepflegt, gehegt, jeden Service gemacht und so weiter und so fort. Das Auto steht jetzt da, perfekt. Ihr habt nichts. Trotzdem gibt es was zu beachten. Ein defekter Nockenwellenversteller des Motors kann zu Zündaussetzern und damit Leistungsverlust führen. Bei unserem Exemplar ist alles im Lot. Die Unterhaltskosten sind enorm. Dazu kommt der sehr hohe Verbrauch. 37.500 Euro verlangt Falco für seinen AMG. So, Falco, da sind wir wieder. Perfekt, alle Teile noch drin, wie ich sehe. In einem Stück zurückgebracht, ganz genau. Was wäre dein letzter Preis? 35? Ja, so rum 35. Also schon sowas. Das allerletzte. Aber es ist ein sehr, sehr fairer Preis. Ja. Tolles Auto. Danke, dass ihr fahren durftet. Alles klar, Matthias. Ciao. Danke für den Besuch. Tschüss. War mir eine Ehre. Ciao. Kaufen zu 100% dieses Auto ist ein absolutes Gedicht. Wer Bock hat auf V8, muss sowas kaufen. Matthias sucht heute seine Top 3 der gebrauchten Mittelklasse Powerkombis. Nach zwei Achtzylindergeräten kommt jetzt ein sehr exklusiver und schneller Kraftmeier aus Bayern. Das nächste Auto, was wir angucken, ist der Alpina B3 Biturbo. Kombi, Touring natürlich. Und es wird jetzt, glaube ich, ein bisschen feiner. Der AMG, der war so boah. Und der Alpina, der ist boah. Ein bisschen schnieker. So, hier bin ich, glaube ich, richtig. Alpina B3 Biturbo. Und du bist der Stefan? Jawohl. Moin. Moin, Matthias. Wir sind zwar in Bayern, aber du bist eigentlich ich aus Hamburg, ne? Genau, Hamburger Jung. Richtig, so ist es. Da steht das Prachtstück. Also wir haben ja hier die Besonderheit, wir haben zwar versucht, ein Auto zu finden, was zu verkaufen ist, aber es gibt keine. Die sind so selten, die Alpinas. Du hast den gerade selber gekauft, ne? Ja, genau, richtig. Warum? Das Auto habe ich gekauft für meine Frau, weil die ist schwanger. Also braucht ihr was mit Platz? Ja, genau. Das ist ein Alpina B3S Biturbo aus dem Baujahr 2016 mit 410 PS, 600 Newtonmeter. Und er hat gekostet um und bei 40.000 Euro. Ich habe mir das Auto geholt, weil meine Frau schwanger ist und ich ein weiteres Spielzeug in meiner Sammlung brauchte. Und ich denke mal, dass das Alibi zählt, dass sie natürlich ein sicheres Auto hat als Kinderwagen für unser gemeinsames Kind. Aber wofür braucht man da einen Alpina? Also ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass er den ein kleines Stückchen für sich selber gekauft hat. Ich hoffe, dass ich ihn auch mal fahren darf, ja. Also wir gucken einmal rein, sehen unfassbar schönes lilafarbenes. Für mich ist es lila, für oder? Für mich ist es blau. Blau, okay. auf der Plakette steht 359, was extrem wenig ist. Ja. Also ganz, ganz besondere Fahrzeuge. Überall Leder. Was Fass ist das bitte, für Leder, sag mal? Das ist Lavalina-Leder. Das ist sogar hochwertigeres Leder als in einem Rolls-Royce.
läuft. Fässt man aber auch wirklich, wenn man das mal anfasst, wie weich das ist. Es ist super weich. Ja. Die Marke Alpina, beheimatet im Allgäu, ist bekannt für ihre edlen Innenausstattungen. Der Neupreis dieses Autos betrug vor 5 Jahren schlappe 95.000 Euro. 119.000 Kilometer ist der B3 Biturbo Touring inzwischen gelaufen. So, wir gucken einmal unter die Haube. Basismodell 335i. Die haben manchmal Probleme mit Ölverlust und so weiter und so fort. Aber bei Alpina ist tatsächlich ist nichts das bekannt. Nicht ne? bekannt, nee. Genau, richtig. Also der komplette Motor ist ja von Alpina halt modifiziert worden. Und wie gesagt, es ist ja auch kein Tuner, weil wenn man sagt modifiziert, wie man hier sehen kann, Matthias, auf der anderen Seite die Fahrgestellnummer. Ausgestanzte Fahrgestellnummer und die Alpina Fahrgestellnummer. Genau. Die Karosserie ist ein BMW und alle Anbauteile, Felgen, Antriebsstrang, Motor, Getriebe, komplette Innenausstattung. Die Innenausstattung ist alles von Alpina. Hast du einen Schlüssel? Schlüssel ist drin. Brauchst du noch den Knopf drücken, der Schlüssel liegt drin. Fängt auch an zu frötzeln. Er räuspert sich ein bisschen nach hinten. Ja, typischer BMW-Sechszylinderklang durch und durch. Mach einmal du bitte, ich will einmal hinten hören. Weil das hörst du während der Fahrt, hörst du das Geräusch, was du selber von dir gibst. Hörst du nie. Herrlich. Es ist dezent. Also ist jetzt kein, ne, ist nicht wie beim AMG. Aber das will Alpina auch nicht. Das willst auch du, glaube ich, nicht. So, einmal reingeguckt. Unfall hat er ja nicht gehabt, ne? Nein, das Auto ist unfallfrei. Hat man noch ein paar Staumöglichkeiten. Vorne auch, genau. Ja. Richtig. Super sauber, alles umklappbar. Bist du damit mal? Nee, du bist ja gar nicht gefahren. Du hast ja gerade erst neu gekauft. Der hat schon die ersten 1000 Kilometer heimlich hinter sich. Wie kannst du 1000 Kilometer mit einem Auto fahren, ohne dass deine Frau das merkt? Ich habe den Wagen ja geholt aus Norddeutschland. Ah, okay. Also, das ist eine Überraschung für deine Frau. Das ist eine Überraschung für meine Frau. Wie kann man so ein Auto, also, A, wo ist sie jetzt? Auf der Arbeit. Auf der Arbeit? Morgen ist die Übergabe. Genau, wir wollen den schön abdecken und dann mit Tuch wegziehen, wenn der Matthias uns den heile lässt. Was man schon sagen muss, ist, dass diese Geschichte, dass er seiner Frau das Auto kauft, ist natürlich eine Sensation. Also ich meine, das ist eine echte Liebeserklärung, dass sie so einen Schlitten kriegt, um den Kleinen durch die Gegend zu fahren. Sensationell. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren mal eine Runde und gucken mal, wie schnieke das so alles ist. Ja? Gerne. Okay. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Haube zu. Und dann geht das los. Über den Alpina sind ganz, ganz wenig Schwachstellen bekannt. Also wir haben quasi nichts gefunden. Dieses Auto muss nahezu perfekt sein. Die Frage ist nur, ist er das auch nach 120.000 Kilometern noch? Das muss jetzt die Probe verzeihen. Alpina B3 Biturbo Touring. Das ist die Nummer 3 in meinen Top 3 der Power-Kombis. Ich bin sehr gespannt. Bin ganz wenig nur bis jetzt Alpina gefahren. Was daran liegt, dass BMW keine Tourings anbietet im M-Bereich. Noch nicht. So, dann latschen wir mal rein. Alter Schwede. Was das Krasse ist an so Alpina-Autos ist, dass sie einfach unfassbar gut gehen, aber das mit einer Nonchalance tun. Die sind so entspannt, die Autos. Auch die Dämpfung, wenn ich hier auf Sport Plus gehe, dann ist das Auto immer noch sehr, sehr komfortabel. Und das ist genau die Definition, was Alpina sagt, was ein Sportauto können muss. Er muss sauschnell sein, aber dabei A, gediegen aussehen und gediegen dämpfen und den Fahrer entspannt und schnell von A nach B bringen. Die Daten im Überblick. Dieser Alpina B3 Biturbo Touring ist Baujahr 2016. Stürmt mit 410 PS und Allradantrieb richtig amtlich nach vorne. Mit 119.000 Kilometern kostet so ein Modell sehr selten ca. 40.000 Euro. Einmal müssen wir 0 auf 100 messen, ne? Der B3 ist tatsächlich noch mal schneller als der AMG und auch als der RS4 eingetragen. 4,2 Sekunden von 0 auf 100 soll er gehen. Und es regnet jetzt natürlich draußen, sollte aber nicht so viel ausmachen, weil wir haben Allradantrieb. Also, mal gucken, was er noch kann. Und dann geht's ab. Alle vier Räder gehen durch. Alter! Also, wir haben 4,389 Sekunden dastehen von 0 auf 100.
Es ist nass draußen, ihr habt es gehört. Alle vier Räder, wirklich alle vier Räder haben leicht durchgedreht. Und trotzdem ist er kaum langsamer als die Werksangabe. Natürlich ESP halb ausgeschaltet, deswegen kann er das überhaupt. Und ja, 4.3 geht. Bei Trockenheit macht er 100% die 4.2. Das Auto hier hat knapp unter 100.000 Euro gekostet und liegt jetzt bei 40. Und es fährt 300. Und es steht perfekt da. Ich würde mal sagen, das ist ein sehr, sehr guter Kauf. In Sachen Technik lauern bei diesem Alpina keine bösen Überraschungen. Allerdings erschwert die geringe Stückzahl die Suche nach guten Exemplaren. Das sorgt für hohe Gebrauchtwagenpreise. Außerdem kostet der Unterhalt des Premium-Kombis auch hier viel Geld. Am Anfang der Probefahrt haben wir uns gefragt, okay, ist das immer noch ein perfektes Auto nach 120.000 Kilometern? Und ich muss sagen, ja, ist es. Es gibt hier nichts, was irgendwie seltsam ist. Klar, das Lenkrad ist so ein bisschen speckig, aber das kannst du easy wieder aufbereiten. Aber ansonsten ist dieses Auto wirklich perfekt. Der Antriebsstrang arbeitet unfassbar gut. Da gibt es kein Schlackern in der Lenkung und so weiter. Ich meine, der Stefan ist natürlich auch ein Perfektionist, der, wenn sowas gewesen wäre, hätte er das hundertprozentig weggemacht, weil er will, dass seine Frau das Auto so liebt, wie sie ihn liebt. Einen Tag später. Stefans Überraschung ist ein Volltreffer. Daniela und ihr Alpina, das ist Autoliebe auf den ersten Tritt. Das also sind Matthias' Top 3 der gebrauchten Powerkombis aus der Mittelklasse. Aber welcher Expressfrachter ist sein Favorit? Also, dann lassen wir noch mal Revue passieren. Wir hatten den Audi S4. Superschönes Auto, schöne breite Backen, sensationeller Motor, Doppelkupplungsgetriebe. Einfach wie man das von Audi gewöhnt ist, einfach die Perfektion so. Und genau das macht es immer mal wieder so ein bisschen langweilig bei Audi. Dann hatten wir den C63, das Gerät. Ja, 6,2 Liter Hubraum, das ist der größte Motor, den wir jetzt in dem Trio hatten. Das ist unfassbar, macht ultra viel Spaß. Und er ist halt auch der dreckigste, reine Heckantrieb, schön quer mit der Bude. Dann war die Nummer 3 der Alpina. Auch ein sensationelles Auto, unglaublich komfortabel und unglaublich schnell. Ich meine, die Bude läuft 300. Wenn du das Auto auf der Straße siehst, denkst du dir so, ja gut, ein 3er BMW, der wird aber niemals 300 fahren in deinem Kopf. Ne? Also das ist einfach unfassbar. Schöner Wolf im Schafspelz. So, 3 richtig gute Autos. Welchen nehme ich? Ich nehme den C63, Leute. Das ist einfach das perfekte Paket. Wenig gelaufen. Perfekter Preis für 35.000 Euro, Heckantrieb, dieser große Hubraummotor, sowas wird es nie wieder geben. Sowas muss in die Garage. Basta.